Jo Leute, willkommen zurück zu Digimon Story Cyber Sleuth. Im letzten Part, das war ein kleines Tutorial, da habe ich euch so ein bisschen gezeigt, wie man sich das vorstellen kann mit dem Power Leveln hier in dem Spiel. Und wir haben ein bisschen vorgegrindet. Wir haben unseren Angemon auf Level 15 gebracht. Wir haben unser Ikakumon auf 15 gebracht. Und ich habe noch einen Solarmon mitgenommen. Mit diesen drei Digimon werden wir den nächsten Quest auf Hard Mode bestreiten. Und ich zeige euch das auch nochmal. Also wir haben die Cutscenes wieder auf normal gestellt, damit wir die Skills auch sehen können, da die wirklich richtig geil animiert sind in dem Spiel. Und wir haben die Battle Difficulty wieder auf hart gestellt. So, und dann werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen in der Digibank gucken, was wir noch so haben, dass ich es euch einfach mal zeige. Also wir haben auch noch unter anderem Gartomon 14 und hier noch ein paar andere Digimon, die wir gelevelt haben. Und wir haben unsere zwei Sukamons, unsere Platin-Sukamons, Eventuellimon und Vielleichtimon, jeweils auf Level 18, das war ein automatischer Effekt durchs Leveln. Und Hagurumon auf Level 15, das wird ja unser drittes im Bunde. Und da überlege ich mir auch noch einen lustigen Namen, der zu Eventuellimon und Vielleichtimon passt. Und dann würde ich sagen, ich habe auch ein paar Sachen übrigens konvertiert, aber ich glaube, das spielt nicht so eine große Rolle. Also wenn man jetzt hier in der Digibank guckt, ich habe 18 Digimon, ich habe da einen Haufen Poyomons und einen Haufen Tanemons gemacht. Die werden wir später garantiert noch für irgendwas verschwenden können. Verwenden wollte ich natürlich sagen. Nein, Spaß. So, und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Wir spielen einfach mal drauf los und gucken, was Sache ist. In diesem Part wieder sehr, sehr viel Story und sehr, sehr viel Items einsammeln, also Truhen und so weiter und so fort. Das kann man ja immer schwer voneinander trennen. Unsere Mission war es, von der guten Kuremi, von der Kyoko, die hat gesagt, wir sollen nach Shinjuku. Aber als allererstes werden wir noch diesen Automaten ansprechen, weil wir da halt auch, ja, ich möchte ein bisschen Geld investieren, auch wenn wir eigentlich Geld brauchen. Da kriegen wir Medaillen und die können wir dann, wenn wir dann irgendwann mal eine Rare-Medaille ziehen oder so, können wir dann dadurch alle Medaillen kriegen. So, wir sollen nach Shinjuku. Und da gehen wir jetzt auch hin und da gibt es insgesamt ein Item, was wir einsammeln können. Echt viel, ne? Oh, wer ist denn da? Also die zeigen uns schon so ein bisschen, was wir tun müssen. Wir sprechen natürlich als allererstes mal mit Arata. Belias, dir geht es gut. Was, ich? Ja, mir geht's auch gut. Wie kannst du ja sehen? Mir geht's super. Falls irgendjemand nach Ärger sucht, dann ist es wahrscheinlich Samsung. Nein, Nokia. Und du kannst sie für ein Weichei oder für ein toughes Mädchen halten, aber sie kriegt genau das, was sie verdient, sagt er so. Oh Mann. Aber dieses Monster, das war das erste Mal, dass ich es gesehen habe. Ich habe Gerüchte gehört von ein paar wirklich gemeinen Programmen, die Dateien aufsaugen. Dann habe ich die Admins danach gefragt, aber sie haben gesagt, dass sie von nichts wissen. Meinst du nicht, das ist ein bisschen seltsam? Die Admins sollten sowas doch bemerkt haben, oder? Irgendwas stört mich an der ganzen Sache. Ich habe nur den halben Verstand, in sowas hineinzuschauen oder sowas in der Richtung. Zumindest scheint das kein offizielles Event zu sein oder irgendein Streich bei irgendeinem drittklassigen Hacker. Von einem irgendeinem drittklassigen Hacker. Du sagst, ich bin auch ein Hacker? Naja, was kann ich dazu sagen? Es ist, wie es ist. Und ich muss natürlich noch wohin. Ja, bis dann, ne? Ciao, ciao. Ja, I'll see you later. Alles klar. See you later, Alligator. Und, dann gucken wir uns direkt mal um. Ich werde mal ganz kurz hier gucken nach der Medaille, die wir hier einsammeln können. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, ich sehe sie schon. Okay, ich bin mir ganz sicher. Hier bekommen wir das Item, das einzige Item, welches wir im Moment hier einsammeln können. Die Arcadiamon-Medaille, die eigentlich Arcadimon heißen sollte. Das ist eins meiner Lieblings-Digimon. Kommt aus dem Manga von Digimon, aus diesem Thema V-Thema 01. Das ist ein ziemlich geiles Manga. Kann ich wirklich empfehlen. Also das ist wirklich ein sehr erwachsenes Manga, auch von der Story her. Aber Digimon war eh immer meiner Meinung nach so ein bisschen erwachsener jetzt als
zum Beispiel Pokémon oder so. Also die Story von Digimon generell ist immer, finde ich, viel ansprechender. Also meine persönliche Meinung. Obwohl ich auch ein großer Pokémon-Fan bin, logischerweise. So, wir suchen jetzt die beiden und die sind meiner Meinung nach hier. Ja, genau, das sind nämlich Klassenkameraden von Belias. Hä? Was machst du denn hier? Ich dachte, du bist zu deiner Mutter gegangen. Das ist über dem Meer, also es ist am anderen Ende vom Meer. Welches Land war es nochmal? Hey, Sakura, was war es nochmal? Ganma? Oder Gunma? Das ist total falsch, was du da erzählst. Das ist ein Teil von Japan. Ja, stimmt. Oh, in letzter Zeit ist sie ständig so. Sie fährt total ab auf diesen Jimmy-Ken. Das ist übrigens ja Rockstar. Zuerst ist es immer Jimmy-Ken das, Jimmy-Ken dies. 24 Stunden und 7 Tage die Woche. Meine Güte. Sie bleibt immer zu Hause und schaut seine Videos an. Langsam mache ich mir Sorgen, weißt du? Egal, du, was machst denn du jetzt hier, anstatt bei deiner Mutter zu sein über dem Meer? Also am Ende, an einem anderen Ende, so Übersee. Du bist ein Cybersleuth? Was zum Geil ist das? Das klingt mega krass, Cybersleuth. Hast du das gehört, Sakura? Belias ist ein Cybersleuth. Hey, ich rede mit dir. Und sie macht nur sehr seltsame Geräusche. Ich dachte, ich hätte zu ihr durchkehren können, aber durchdringen können, wie auch immer. Aber... Naja, hast du von Jimmy Ken gehört? Ist eine Band. Eine Rockgruppe. Jimmy ist so mega krass und alles. Also, aber ich verstehe wirklich nicht, wieso. Naja, die Songs sind gar nicht so schlecht. Also, du bist jetzt ein Cybersleuth und kannst Schule einfach, wann du willst, einfach schwänzen, sage ich jetzt mal. Wir hatten eine Abschiedsparty. Ich habe geweint. Verstehst du das nicht? Naja, aber ich denke, wir sehen uns halt jetzt regelmäßig wieder, ne? Richtig, Sakura? Ja. Sie ist total durch den Wind wegen dieser Rockband, ja? Immer diese Frauen. Meine Güte. Ja, siehst du, genau das meine ich. Sagt er so. So geht's ab, du. Ja, es ist relativ gut gelaufen. Wir sollen wieder zurück zur Detektivkanzlei. Wir haben jetzt auch erstmal hier in dem Bereich alles erledigt, was wir im Moment machen können. Deswegen kehren wir jetzt auch zurück. Und ich möchte gucken, dass wir in diesem Part so viel wie möglich Story hinter uns bringen. Denn das Projekt wird ja am Ende, ich denke, schon über 100 Parts haben. Einfach weil die Story schon sehr massiv ist in diesem Spiel. Wie ihr schon wahrscheinlich merkt. Es gibt 20 Kapitel und wir sind immer noch in Kapitel 2. Wir müssen nach Kuremis Detektivkanzlei. Naja, die Leute, die du gesehen hast, haben keinen großen Taramtaram daraus gemacht. Wenn das so ist, dann wird das kein Problem sein, wenn du durch die Straßen läufst. Ach übrigens, ich möchte ja nicht das Thema wechseln, aber ich habe einen neuen Eden-Account für dich bereitgestellt. Dein bereits existierender Account wird nicht richtig erkannt von Eden. Deswegen kannst du dich nicht normal einloggen. Du kannst dich zwar irgendwie reinhacken, indem du halt diesen Collect-Jump machst. Naja, du wirst aber mit diesem Account dann nicht viel machen können. Das würde deine Arbeit abhalten und deswegen solltest du mit diesem neuen Account dich einloggen. Das haben wir vor. So, es ist langsam Zeit, sagt sie. Ist es Snacktime? I see you're looking forward to my coffee. Also nein, wir freuen uns eigentlich nicht über deinen Kaffee, aber gut. Tut mir wirklich leid, aber wir werden später Kaffee trinken. Zeit zur Arbeit.
Ist das die Kurimi-Detektivkanzlei? Genau zum richtigen Zeitpunkt. Sie sieht aus, als wäre sie ein perfekter Kunde. Willkommen bei der Kurimi-Detektivkanzlei. Bitte komm herein. Oh je, kennen wir doch. Danke. Ach Gott. Du bist es. Oh, kennt ihr euch beide? Naja, so würde ich es jetzt nicht genau nennen. Ich trinke mal nebenbei. Naja, du bist Yuko Yamashina, mein neuer Klient, oder? Ja, ich bin Yuko Yamashina. Okay, dann lasst uns in die Details gehen. Setz dich bitte aufs Sofa. Okay. Mein Vater ist verschwunden. Verschwunden? Ja, er ist einfach nicht mehr aufgetaucht. Ich wollte einen Detektiv fragen und meinen Vater finden lassen. Mein Vater ist Makoto Yamashina. Hast du irgendwelche Informationen über deinen Vater? Ja, die Grundinformationen sind alle hier. Ich sende dir die Datei, oder ich sende ihnen die Datei, besser gesagt. Den einzigen möglichen Hinweis, den ich habe, ist der Eden-Account, den er benutzt hat. Wenn du den Account quasi anpingst, dann ist er immer noch als aktiv gekennzeichnet, aber es gibt keine Antwort, wenn du ihn versuchst anzurufen. Keine. Also wirklich gar keine. Bitte finden Sie meinen Vater. Verstehe. Wir werden diesen Auftrag sofort annehmen. Vielen Dank. Nun ja, dann lass uns loslegen. Ich werde dir Bescheid sagen, wenn wir irgendwelche Fortschritte gemacht haben. Wäre es okay, wenn du mir deine Kontaktdaten gibst? Nein, das wird nicht nötig sein. Ich werde einfach wieder hierher kommen. Ich muss losgehen, tut mir leid. Ah, sehr fishy. Wenn es gleich knackt, ist das die Flasche, sorry. So. Verstehe. Sie hockt sich an ihren Rechner und recherchiert. Mr. Yamashinas Account-Info checks out, okay. Sie glaubt, dass jemand den Account von ihm gehackt hat. Es gibt ja ein paar sehr seltsame Sachen, die mit dem Account gemacht worden sind. Und es gibt mehrere Makoto Yamashinas im Moment, die in Eden eingeloggt sind. Das muss wirklich das Ergebnis eines Account-Raids gewesen sein. Jeder redet im Moment über diese Account-Raids. Da wurden wirklich Accounts geplündert ohne Ende. Ein Account-Raid ist eine Account-Plünderung. Ich möchte, dass du damit anfängst, die Aktivitäten von Yamashinas Account ausfindig zu machen. Meistens ist Account-Hacking verbunden mit organisiertem Verbrechen. Geh nach Eden und frag dort die Leute und so. Alles klar, wir sollen Informationen über die Plünderung herausfinden. Los geht's, mein lieber Watson. Geh nach Eden und frage dort einfach ein paar Leute. So, wir haben das Keyword Account Rating bekommen. Wir gehen jetzt ganz kurz unsere Infos durch, die wir hier haben. Ja, let's go. You're free now. Jimmykin's giving away some exclusive merchandise. Ich möchte jetzt einfach mal nett zu den Leuten sein. Ich weiß nicht, ob das so einen großen Unterschied macht, aber ich meine zumindest nicht. Okay, wir haben noch keinen neuen Quest. Das heißt, wir müssen einfach mit unserer Main Quest weitermachen. So. Wir haben jetzt wahrscheinlich eine Antwort gekriegt. Übrigens hat Gatomon uns ein Item gegeben. Das können wir danach aber der Digifarm abholen. Wir gehen jetzt aber erstmal weitermachen
Und dafür müssen wir nach Eden. Dafür gehen wir nämlich ganz nach oben. K-Café. Und hier ist direkt ein Automat. Aber wir haben starke Digimon dabei. Und ich möchte doch mal eben einmal das Turnier probieren. Beziehungsweise, ich habe mich jetzt erstmal erkundigt über das Turnier. Das habt ihr jetzt natürlich nicht lesen können, aber ist auch eigentlich Wayne. Und das mit dem Turnier verschieben wir mal auf ein optionales Video, würde ich sagen jetzt. Wir machen jetzt mal Story weiter. Das Turnier, das zeige ich dir, aber ein anderes Mal. So, Eden Entrance. Da hat sich jetzt auch ein bisschen was getan. Und zwar sind da wieder die Leute mit den Koffern. Ich sag immer Koffer. Warum ist das ein Koffer? Das ist doch ein Schloss, so mit dem Schloss über dem Kopf. Hier ist jetzt ein Shop. In diesem Shop können wir zwei sehr interessante Items kaufen, die wir jetzt noch nicht brauchen. Das eine ist der Developer-Patch und das andere ist Searcher-Patch. Und damit können wir unsere Wesen ändern, also unsere Personalities, zu Builder oder Searcher. Und das werden wir später brauchen für unser... Jetzt sag's mir doch. Für unser Level, Power-Leveling, für die Tactician-USBs. Wir reden mal mit dem hier. Hier gibt es keine Items zu finden übrigens. Und er sagt uns, Sechsen hat diesen Account Rating gemacht. Also die Account Rates sind von Sechsen gemacht worden. Und wir müssen nach Kolun. Also wir haben schon direkt die richtige Person angesprochen. Können direkt weiter nach Kolun. Kolun 1. Da werden wir noch sehr oft sein. Es gibt da nur 5 Maps und diese Dungeons werden ständig für die Story benutzt. Fragt mich nicht warum. Die wollten sich wahrscheinlich einfach Zeit sparen. So. Dann wollen wir mal loslegen. Unsere Digimon sind bereit. Ikakumon springt so lustig. Ikakumon, ich finde dich voll lustig. Kannst du mich verstehen, Ikakumon? Ich finde dich lustig. Er sagt, powerful Digimon bekommen ist das, was ein Hacker ausmacht. Und er erzählt uns, dass wir, wenn wir die Forum-URL hätten, könnten wir nach Sechsen gehen. Er sagt, ich war mal bei Sechsen und da sind aber zu viele Slimeballs gejoint, also viele Schleimscheißer, so wie er das sagt. Und er kann sich mit solchen Idioten nicht abgeben. Und er findet, dass er Sechsen-Leader ziemlich blöd ist, dass er einfach jeden reinkommen lässt, der halt mitmachen möchte. Und er gibt uns die URL, um zum Sechsen-Forum zu können. Wir können auch jetzt hier erstmal nichts machen. Das heißt, wir gehen direkt wieder raus und gehen ins Sechsenforum. So. Hier loggen wir uns aus. Das Sechsenforum ist ein Bereich im Eden Network. Network. Sechsenforum. Sechsen ist eine Fusion aus Sätzen 6. Ihr kennt doch diesen Ausdruck, wenn du was Falsches sagst, die Lehrer so, Sätzen 6. Ja, und Sechsen ist einfach Sätzen und Sechsen, 6 und Sätzen wird zu Sechsen. Ignoriert meine unglaublich schlechten Sprüche. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Sprechen den Typen an. Okay. I don't know. Ja, die benutzen hier relativ viele Abkürzungen, die im Internet üblich sind. Ja, und er hat gesagt, wer bist du überhaupt? Bist du, was, du bist ein Cybersleuth, Detective Assistant? Ach komm, scheiß drauf. Du bist ja gekommen, über Account Rating was zu wissen. Naja, okay. Er sagt, wir müssen nach Kolun Level 2. Und dass man dort mehr erfahren wird. So, was haben wir da noch für Nachrichten gekriegt? So, Awful Creature, got it, sagen wir zu ihm. So, Awful Creature. Wir können jetzt nach Kolun 2, da müssen wir uns aber erst hinkämpfen. Und das werden wir, glaube ich, auch noch hier in dem Video machen eben. Wir werden zumindest bis zu der Schwelle von Kolun 2 gehen. Und im nächsten Part werden wir dann Kolun 2 selber machen. Und da wird dann wahrscheinlich auch der Bosskampf drin sein und so weiter und so fort. Darauf freue ich mich ehrlich gesagt schon, weil ich gespannt bin, ob meine Digimon dagegen standhalten können. Und ich krieg schon wieder eine Nachricht. Okay.
Jetzt gehen wir erstmal voran. Die Maps kennen wir schon. Hier gibt es nichts Neues für uns. Ist komplett leer. Empty. Und wir haben vergessen, im 6. Forum was einzusammeln. Das heißt, ich werde jetzt erstmal Kolon 2 freischalten. Das ist nämlich hier. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz ins 6. Forum zurück, ein Item zu holen. So, jetzt breaken wir erstmal die Wall. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal ein Item, was wir einsammeln können. Und das ist Yukimi Botamon Medal. Heavy Medal. Nein, Spaß. So. Und jetzt gehen wir nochmal. Hier geht es dann zu Kolon 3. Hier geht es normal weiter. Und wir gehen jetzt nochmal raus, weil wir können uns jetzt immer direkt nach Kolon 2 hinwarpen. Und wir gehen noch einmal ins 6. Forum, weil mir fällt gerade ein, dass ich überhaupt übersehen habe, dass es hier noch ein Item gibt. Und das suchen wir jetzt mal eben. Da ist es doch. Moyamon-Medaille. Und dann kehren wir wieder zurück. Und dann würde ich sagen, war es das erstmal für dieses Video. Wir gehen nach Kolon 2. Und im nächsten Part werden wir Kolon 2 komplett machen und gucken, dass wir in der Story vorankommen. Und ich bin arg gespannt auf den ersten Bosskampf im Hard Mode. Ich bin euer Belias. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.